Guten Tag, Sarah. Das hier gehört doch euch, wenn ich mich nicht irre. Nichts, was die Arbeit wert wäre. Manchmal glaube ich, eure Einstellung ist nicht die richtige. Handschellen-Schlagsahne immer oben liegen? Früher war mir immer gleichgültig, was andere von mir hielten. Gerechtigkeit hat mich einmal gefragt, warum ich nicht mehr für andere Magier tue. Ich sagte, es sei zu viel Arbeit. Aber danach war alles anders. Ich konnte nicht mehr aufhören, daran zu denken. Manchmal vermisse ich es, selbstsüchtig zu sein. Hä? Habt ihr was gesagt? Ich war immer noch bei Schlagsahne. Beim Atem des Erbauers. Ihr bekommt ja mehr Briefe als ich. Auf dem Schreibtisch liegt schon wieder einer. Hubert's Leute müssen ziemlich verzweifelt sein, wenn sie hier arbeiten.
Die Plünderer halten sich vom Mineneingang fern. Vielleicht wissen sie etwas, das uns noch unbekannt ist. Kann ich jetzt... Seele, wie wir diese Drachen getötet haben. Andraste sei gepriesen, dass ihr des Weges kamt. Die Drachen hätten mich mit Sicherheit aufgespürt. Ganz ruhig. Erzählt mir, was hier geschehen ist. Ich sage euch, was ich weiß, aber tut mir den Gefallen und sprecht leise. Da ist noch ein Drache in der Nähe. Woher sind die Drachen gekommen? Wir haben einen neuen Tunnel gegraben, dann stürzte eine Wand ein und die Drachen kamen heraus. Es war ein Gemetzel. Ich hatte fürchterliche Angst und bin gerannt, als stünde mein Hintern in Flammen. War vermutlich auch so.
Aber ich bin in die falsche Richtung und saß dann hier in der Falle. Konnte sonst noch jemand entkommen? Einige meiner Kameraden rannten zur Oberfläche. Hoffentlich haben sie es geschafft. Ihr solltet zusehen, dass ihr hier rauskommt. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Ihr solltet auch gehen, aber nicht da entlang. Dort ist dieser riesige Drache. Noch ein Drache und noch größer? Diese Bedrohung können wir nicht einfach hinter uns lassen.